Unter frenetischem Applaus der Zuschauer betrat Sinan Samil Sam die Big Box in Kempten. Der in Frankfurt geborene Türke wollte sich unbedingt in der internationalen Spitzenklasse zurückmelden. Ein Sieg war für den ehemaligen Europameister an diesem Abend Pflicht. Sinan Samil Sam. Sein Gegner im Kampf um die Meisterschaft WBC International, der aus St. Petersburg stammende Titelverteidiger Denis Bartov. Der 30-jährige Sam ist 1,92 Meter groß und wiegt 110 Kilo. Von seinen 23 Profikämpfen konnte er 21 für sich entscheiden, 14 Mal gewann er durch K.O. Denis Bartov ist 26 Jahre alt, er wiegt 100 Kilo und ist mit 1,80 Meter deutlich kleiner als sein Kontrahent. Von seinen 21 Profikämpfen gewann er 19, 13 Mal durch K.O. Ringfrei zur ersten Runde, Round 1. Zur Freude des Publikums sparen sich beide Faustkämpfer die Abtastphase und gehen gleich in die Vollen. Sowohl Sam als auch Bartov beginnen stark und boxen in Halbdistanz. Mit Körpertreffern und Haken zum Kopf suchen sie gleich zu Beginn den direkten Weg. Zum Ende der ersten Runde trifft Sam mit einer schönen Links-Rechts-Kombination und kann punkten. In der zweiten Runde macht Sam weiter Druck. Es kristallisiert sich nach und nach heraus, dass er aus den einzelnen Schlagabtäuschen jeweils als Sieger hervorgeht. Er hat die schwereren Hände im Ziel. Vor allem seine schulbuchmäßigen in mehrfacher Folge geschlagenen Aufwärtshaken hinterlassen bei Bartov einen bleibenden Eindruck. Und sie elektrisieren Sam wie auch das Publikum. Aber auch die erstaunliche Nehmerfähigkeit des Russen und sein unbedingter Kampfeswille beeindrucken. In der vierten Runde kommt der stets gefährliche Bartov zu mehr Treffern und auch Sam muss seine hervorragenden Nehmerfähigkeiten unter Beweis stellen. Jedoch kann er mit seiner typischen Manier das Blatt wenden. Langsam schiebt er sich an den Gegner heran. Dann explodiert er blitzartig und verbucht die schwereren Treffer für sich. Besonders die hart geschlagenen Aufwärtshaken hinterlassen Spuren im immer stärker anschwellenden Gesicht des Russen. Zum Ende der siebten Runde schafft es Sam erneut, mit zwei kräftig geschlagenen Aufwärtshaken Wirkungstreffer beim Russen zu erzielen. Erstaunlicherweise ist er in der Lage, auch diese wegzustecken. Wilfried Sauerland ist sichtlich begeistert von der Leistung seines Schützlings. Nach diesen harten Treffern am Kopf des Russen scheint der Kampf für viele schon fast vorüber. Doch Bartov gibt nicht auf und startet die neunte Runde mit einer erfolgreichen Serie von Treffern. Sam ist kurz überrascht, doch dann wird er wütend. Wie ein Wahnsinniger schlägt er auf seinen Gegner ein, bis Bartov erstmalig zu Boden geht. In der zehnten Runde dann aber erst die Entscheidung. Mit einer Serie von herrlichen dreifachen Aufwärtshaken gelingt es Sinan Samil Sam, Bartov auszunocken. Die rechte knallt schwer an das Kinn des Russen, der im Fallen kurzzeitig das Bewusstsein verliert. Das Ende eines Kampfes, der an Intensität nicht zu überbieten ist und der die Zuschauer von den Sitzen reißt. Ein Kampf, der das Zeug zu einer Legende hat. Ein Kampf, von dem Trainer sowie Manager später behaupten, es war der beste Schwergewichtskampf, den sie je gesehen haben. Sinan Samil Sam trägt jetzt den Gürtel WBC International und hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, er hat das Zeug, ein ganz großer zu werden.